Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du daraus wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar gibt es heute ein Update-Video zum Bossraum. Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Deswegen gucken wir uns das heute nochmal genauer an. Das ist jetzt die V3-Version. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Genau, gucken wir uns das gute Stück dann an. Das befindet sich natürlich wieder am gleichen Ort. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. So, als erstes haben wir hier auf jeden Fall eine Folterkammer. Da könnt ihr die Leute halt ja foltern. Hier so eine Art Verhörraum, ja, mit Videokamera. Und hier eine Einzelzelle halt für den Gefangenen oder die Gefangenen. Ja, hier noch so ein Raum, ne? So, dann kommen wir zum Highlight eigentlich, wie ich finde, was richtig gut geworden ist. Und zwar dieser Raum hier. Und zwar hier. Hier unten haben wir jetzt das Aquarium drin. Und ja, wenn man sich hier halt so gemütlich hinsetzt, dann wird das auf jeden Fall ziemlich gut aussehen und so. Genau, so, als nächstes, ja, dann haben wir noch hier was. Und zwar hier ist noch so ein, ja, Vorratskeller, Raum, wie auch immer. Genau. Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich muss doch nur noch ganz kurz schauen, wo der Ausgang ist. Ich glaube, der war aber hier. Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Gehen noch mal kurz hier raus. Zack, zack. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und entpacken. Dann haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus. Und gehen anschließend in Fallzelle rein und gehen in den Resource-Ordner. So, und hier ziehen wir einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Und dann gehen wir wieder zurück, gehen in die Server CFG und ich gehe in diese. Dann hier starte ich alle meine Scripts
Das heißt, wir gehen runter und schreiben einfach Start oder in Search Leerzeichen und dann den kopierten Ordner am Eintragen. Genau, anschließend gehen wir hier noch auf Speichern und müssen das Ganze übernehmen. Jetzt müssen wir nur noch unseren Server neu starten und ihr habt die Map dann erfolgreich installiert. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.